Und nun zu Nux Laden. Heute sieht es etwas mauer aus. Gerade der teure Gegenstand ist halt leider ein Grammophon, was wir schon besitzen. Aber was sehe ich denn da? Ein Bürotisch! Yes, endlich! Damit kann ich mein YouTube-Zimmer etwas besser einrichten. Ich hoffe nur, man kann die Farbe auch verändern, aber ich glaube, das geht bei den meisten gekauften Gegenständen nicht oder sogar bei allen. Naja gut, das ist keine mega unpassende Farbe, aber halt auch nicht die perfekte. Dennoch, ich bin froh, dass wir jetzt endlich mal einen Tisch haben. Und die Sachen interessieren mich heute leider überhaupt nicht. Oh, ich habe gehört, dass du auf Maifeierei-Tour warst, Domi. Wir haben dafür keine Kosten und Mühen gescheut. Also, sag mir, wie hat's dir gefallen, ne? Eigentlich echt ganz geil. Das freut mich wirklich sehr. Ja, ja. Wenn du zufrieden bist, bin ich es auch. Außerdem habe ich gehört, dass du es durch das Labyrinth geschafft hast. War wohl zu einfach für einen Abenteurer deines Kalibers, ne? Aber schön, dass es dir gefallen hat. Lass mich noch einmal meinen Dank für deine Arbeit und die der anderen Inselbewohner ausdrücken. Ihr habt Seychellen erst mit Leben erfüllt. Und Nook Inc. wird euch natürlich weiter nach Kräften unterstützen. Schließlich sitzen wir alle im selben Boot, beziehungsweise auf derselben Insel, hm? So ist es wohl. Na schön, einen weiteren Preis scheint es dafür nicht zu geben. Schade, aber dann erfahren wir morgen, was es mit diesem Koffer auf sich hat. Solange da keine Bombe drin ist, ist ja alles gut. Und wir werden jetzt unseren finalen Kredit zurückbezahlen, damit das endgültig abgehakt ist. Es ist doch der finale Kredit. Oder? Super, damit wären auch die letzten Schulden für meinen Hauskauf abbezahlt. Komm, Real Talk, Nook. Ich wollte gerade Real Took sagen. Na, passt ja auch ganz gut. Oh, hallo Domi, da bist du wieder. Du liebe Güte, du hast das geschafft. Du hast deinen Kredit abbezahlt, wieder einmal. Du bist schuldenfrei und hast ein geräumiges Eigenheim auf einer Insel. Ja, ja. Ich weiß, du wartest jetzt nur darauf, dass ich dir noch eine Erweiterung anbiete, aber da sind wir am Ende. Ich kann dir jedoch etwas anderes anbieten. Kostenlos, versteht sich. Kostenlos und Nook? Das passt nicht. Nook Inc. bietet Garantie auf Lebenszeit an und als Zeichen unserer Verbundenheit bieten wir dir voller Stolz auf Lebenszeit kostenlose Umbauten deiner Hausfassade an. Nur eine pro Tag, es gelten die üblichen Geschäftsbedingungen. Ja, ja, laut Gesetz muss ich das sagen. Ich hoffe, Nook Inc. wird dir noch viele Jahre zu Diensten sein dürfen. Meinen Glückwunsch nochmal. Naja, ist doch gar nicht mal so schlecht. Klar, die goldene Statue auf dem Gamecube war krasser. Aber immerhin bekommt man etwas. Bei Nintendo muss man schon mit Kleinigkeiten zufrieden sein. Und ich denke, wir werden unser Haus auch gleich nochmal verändern. Zumal ich hörte, ich habe noch nicht alle Briefkastenoptionen gesehen. Wie auch immer ich das geschafft habe. Ich habe einige übersehen. Das ist natürlich nicht so gut. Holen wir jetzt also gleich nach. Und auch dieses Steindach ist doch neu, oder? Spinne ich oder sind da neue Versionen dazugekommen? Dann nehme ich ein Blausteindach. Haben wir auch neue Wände? Lehmfassade? Nee. Oder ich habe mich wirklich extrem dämlich angestellt. Granitfassade? Ich weiß es nicht. Kein Plan, Leute. Aber das ist schon ganz geil hier. Mhm.
Nee, weiß ist schon das Heftigste. Okay, dann gehen wir mal nach ganz oben. Die habe ich nicht gesehen. Kommen mir aber bekannt vor. Wie auch immer, ich finde auf jeden Fall diese amerikanischen am besten. Interessante Wahl. Ich kümmere mich darum, dass die Arbeiten bis morgen früh erledigt sind. Freust du dich auch so wie ich? Klar, zumal es diesmal endlich kostenlos ist. Juhu. Na, dann haben wir doch einiges geschafft. Jetzt müssen wir nur noch die Insel auf Vordermann bringen. Melinda, wie sieht meine Wertung aktuell aus? Oh, Dami, guten Tag. Wie kann ich heute helfen? Du machst dir also Gedanken um das Image, ja? Also wir haben nach wie vor eine 3-Sterne-Bewertung. Es schaut blendend für uns aus. Wir sind schon richtig prominent, also für ein Stück Land im Meer. Da wäre auch noch was, das würde ich gern direkt vorlesen. Wenn man, wie wir hier, jeden kommen und gehen sieht, sind gewaltige Fortschritte sichtbar. Weiter so. Möge sich diese Insel zu immer neuen Höhen aufschwingen. Nun, das war's. Ich höre immer wieder, dass unsere Insel mehr fürs Auge bieten könnte. Was genau das heißt? Naja, simpel formuliert. Dekorieren müssen wir. Die ganze Insel muss mit schönen Sachen zum Hingucken verziert werden. Das Nook-Portal zum Beispiel bietet allerlei Bastelanleitungen und Items, die bei sowas helfen können. Und wenn du fleißig gesparte Meilen einsetzt, kannst du die Insel schon bald mit toller Deko überschütten. Und was auch noch wichtig wäre, viele Leute wunderten sich, wieso hier so viele Sachen herumliegen. Total chaotisch wäre das und so. Wir sollten wohl etwas reinmachen auf unserer Insel. Und kleiner Tipp, damit verdient man auch Geld. Man muss nur all die Sachen, die man nicht braucht, im Laden verkaufen. Zack, bare Sternis. Und fertig, das wär's auch schon. Okay. Also, das stimmt schon, es liegt ein bisschen Holz rum, weil ich viel gefarmt habe. Das kann ich alles gerne mal aufklauben. Und wir müssen uns wirklich mal ernsthafte Gedanken machen, wie wir unsere Insel strukturieren. Beispielsweise plane ich ja auch, die ganzen Wohnhäuser wirklich rund um den Festplatz zu platzieren. Kann gut sein, dass ich damit jetzt beginnen werde. Gesagt, getan. Ich habe die ganze Insel umgekrempelt und dafür etliche Stunden heute Nacht gebraucht. Zuerst zeige ich euch aber, was ich hier im Keller unseres Hauses verändert habe. Und zwar haben wir hier jetzt insgesamt eine schöne Musikecke und besser angeordnet. Nicht so hässlich wie davor. Sportsack nach wie vor hier in der Mitte und der Billardtisch bekommt jetzt gleich einen Nachbarn. Und zwar Marias Sarkophag, wenn ich den finde. Da ist er. Sieht mega aus. Dankeschön. Kann man zwar leider nichts mitmachen, aber dennoch richtig geil. Ich schieb die beiden Dinger jetzt noch ein bisschen weiter nach oben. Denn hier in die Ecke werden wir jetzt eine Heizung installieren. Die habe ich, glaube ich, auf einer Meileninsel aus einem Baum. Kann man damit irgendwas machen? Auch nicht. Und ja, ist halt ein klassisches Design. Es gibt definitiv schönere Heizkörper. Wobei ich halt der Meinung bin, ja, so Fußbodenheizung beste. Aber jeder wie er mag. Und für einen Keller ist das, denke ich, auch echt in Ordnung. Im Keller ist es schließlich meistens sehr, sehr kalt. Dann hier das Wohnzimmer hat sich ebenfalls stark verändert. Diese gequetschte Werkecke hier links habe ich jetzt komplett entfernt und auf die rechte Seite verfrachtet. Die Möbel mit den Flexgegenständen befinden sich nun hier an dieser Wand. Passt einheitlich halt auch viel, viel besser mit den Ash-Abzeichen. Dann ist das so ein ja, schönes fortlaufendes Szenenbild. Und damit es hier nicht so leer ist, habe ich die Stehlampe dahin gepackt mit einem Custom Louis Vuitton Design. Zum einen wegen dem Flex, aber zum anderen vor allem deshalb, weil die ganzen Nintendo-Farben nicht zu unserer Wand gepasst haben. Und ich habe einfach was Dunkles gebraucht. Das war das Einzige, was ich hatte.
Und naja, seien wir ehrlich, es passt auch sehr gut zum Geldboden. Die Poster sind von oben jetzt hier nach unten gewandert. Und die Küche sowie das Bad haben sich kaum verändert. Ich gehe jetzt aber trotzdem mal ganz kurz in die Küche, damit wir mal sehen, wie viele Gegenstände da rumstehen. Wir brauchen da halt vor allem Ablageflächen. Sonst wird das nix. Aber wenn die kommen, dann können wir uns schon mal eine richtig schöne Küche bauen. Am meisten getan hat sich, wie man sich schon denken kann, im obersten Stockwerk das Schlaf- und Arbeitszimmer. Das ist jetzt schon richtig wohnlich eingerichtet, finde ich. Hier rechts habe ich jetzt das Herzchenbett entfernt. War ganz witzig, aber ein Bett reicht ja eigentlich. Und ich denke, ich werde das Bonbonbett dann einfach Claudia schenken. Oder irgendwas anderes damit anstellen. Und ja, wir bleiben beim Asienbett, was so schon an sich sehr, sehr geil aussieht. Und wie ich finde, auch echt gut zum Boden und ja, einigermaßen zur Wandverkleidung passt. Ich denke, ich werde hier den Efeu noch umfärben. In den blauen Ton oder in den hellen? Ne, eher in den blauen, damit das einheitlich aussieht. Aber ja, ich finde die Ecke auf jeden Fall schon mal sehr, sehr chillig. Und hier zu meiner Linken haben wir jetzt die YouTube-Ecke. Sogar mit meinem Logo an der Wand. Und die Tasse ist jetzt ebenfalls hierhin gewandert. Ich kann die leider nicht auf den Schreibtisch abstellen, was ich auch doof finde, aber ist halt leider so. Müssen wir dann vielleicht noch irgend so ein Schubladenkästchen oder sowas bekommen, wo man das dann draufstellen kann. Oh, oder? Warte mal. Oder wir stellen den Tresor daneben, fällt mir gerade ein. Dann müsste ich zwar den Papierkram da drauf entfernen. Aber ich glaube, ich fühle den Tresor neben dem Schreibtisch mehr mit der Taste drauf. Oder? Was meint ihr, Leute? Schreibt's gerne in die Kommentare, was ihr dazu sagt. So, zack. War schon irgendwie cool. Das könnte ich mir glatt fürs Real Life vorstellen. So, hier ein Tresor irgendwie. Oder den Kühlschrank. Was auch ein gutes Stichwort ist, habe ich den gerade im Inventar. Ich habe nämlich einen Mini-Kühlschrank gefunden. Ich glaube, den habe ich euch sogar vorgestellt. Den könnte man ja jetzt dahin stellen. Oder ich tausche die Positionen wieder. Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, der ist ein bisschen kleiner, ne? Ja, der ist ein bisschen kleiner. Oh, der passt aber farblich auch viel besser zum Schreibtisch. Tatsächlich. Müsste ich mal ganz gut schauen, wie das aussieht. Live-Umgestaltung hier. Ich glaube, das wäre sogar noch besser. Dann können wir den Schreibkram wieder auf den Tresor stellen. Und, ja komm, ich sag immer, man soll es in dieser Ansicht machen und jetzt schiebe ich da wie blöd rum. Höre nicht auf meine eigenen Tipps. Aber das war jetzt ja auch nicht vorgesehen, dass wir hier nochmal rumarbeiten. Hat sich jetzt spontan ergeben. Ja. Also ein Kühlschrank neben dem Schreibtisch macht halt auch mehr Sinn als hier hinten, bin ich der Meinung. Ja, ich glaube, ich lasse es erstmal so. Und ja, die Fernsehkamera habe ich auch entfernt, einfach damit es halt realistischer ist. War nice Flex, aber ich wollte es dann doch eher realistisch halten und habe jetzt die Videokamera dahingestellt, die ich halt auch im Real Life da stehen habe. Und ich würde mal sagen, mein Facecam-Hintergrund kann sich sehen lassen. Da stellen wir uns einfach mal vor, das sind so Preise für bester Let's Player, bester Nintendo-Kanal of Europe, goldene Kamera, bester YouTuber of all time. Okay, vielleicht ein bisschen too much, aber stellen wir uns einfach mal vor. Stellen wir uns einfach mal so vor. Und ja, schöne Arbeitsecke fürs Erste, finde ich. Das ist schon nah an dem dran, wie ich es mir endgültig vorstelle. Da hat sich echt einiges getan. Und draußen auch. Aber wir haben noch unendlich viel Arbeit vor uns. Und das werden wir dann in Streams angehen. Was genau, werdet ihr jetzt erfahren. Also, erstmal habe ich den Steinofen aus der Küche entfernt, wie ihr vielleicht gesehen habt. Und jetzt erstmal hier hinten hingestellt. In meinem Garten macht das auf jeden Fall viel, viel mehr Sinn. Dann die Romantikgegenstände als Terrasse zusammen mit einer Goldrose. Ja, auf die Terrasse gestellt. Wer hätte es gedacht? Ich glaube, ich musste aber noch ein Feld verschieben. Na, wobei. Na doch, doch. Lassen wir es so. Dann kann man sich auch ganz gut dahinsetzen.
Ich glaube, wenn es zu eng ist, dann geht's gar nicht, oder? Doch, geht. Ah, okay. Nee, dann machen wir es wieder rückgängig. Gefällt mir dann doch ein bisschen besser, weil es von der Eingangstür etwas weiter entfernt ist. Die zweite Lampe ist da. Und ich habe die gesamte Stadt umgekrempelt. Ich sag's jetzt mal so, wie es ist. Angefangen bei dieser Ecke hier. Alles viel ordentlicher und schöner. Zwei Straßenlampen. Die Brücke versetzt. Die ist jetzt etwas näher an meinem Haus dran. Hier der ganze Weg ist neu, weil ich dachte mir, ey komm, machen wir einfach alles mit Terrakotta voll. Ist eh richtig schön. Da gehen wir erstmal zurück. Gehen wir erstmal da hinten hin. Hier wird ein großer Weg entstehen, der auch nach rechts führt. Und da werden wir dann irgendwelche Sachen hinmachen. Ich weiß noch nicht genau was. Irgendwas Spezielles. Haus von Nelly wurde versetzt. Hat aber noch keinen festen Platz. Und hier soll, ich bin mir noch nicht genau sicher wie, aber hier soll eine kleine Wohnsiedlung entstehen, zusammen mit der Schneiderei und dem Laden. Der Laden soll weiterhin hier auf der linken Seite sein, aber nicht mehr da, wo er war. Sondern wahrscheinlich mache ich so, der Laden kommt hier so ungefähr hin und die Schneiderei daneben. Dann sind die nämlich nah beieinander und nice getrennt durch diesen Wasserfall und diese schönen hübschen Steinchen da. Das finde ich eigentlich ganz geil. Und dann daneben, sowohl nach links als auch nach rechts hinweg, kommen die Wohnhäuser. Geplant sind, glaube ich, 4. Inga, Weber, Horst, Nele und Nelly. Ne, 5 sind's. Wobei ich ein Haus vielleicht auch woanders hin tue, wenn dann Doris auf unsere Insel vorbeischaut. Und Prinz soll ja auch noch kommen. Die beiden sollen Spezialwohnplätze erhalten. Ja, an der Stelle vom Laden ist jetzt die Schneiderei, aber das ist alles nur vorübergehend, weil ich Platz beim Umräumen gebraucht habe. Und der Laden ist jetzt ganz, ganz, ganz weit da oben. Können wir sogar mal vorbeischauen, weil es ist ja ein neuer Tag angebrochen. Und gleich zeige ich euch die größte Veränderung. Alles rund um den Festplatz. Ja, ich mein's ernst. Ich möchte die gesamte Insel umbauen. Ich habe euch ja schon ein paar Mal gesagt, dass mir das so nicht mehr gefallen hat mit hier ein Haus, da ein Haus, Schneiderei am Arsch der Welt. Ich will das ordentlich haben. Und natürlich verwenden wir da auch ein paar Ideen von Zuschauern, die wir gesehen haben. Oh, bitte sag mir, ich habe genug Geld dabei. Weil der Tisch ist übelst geil. Ein Diner Esstisch. Nur 6400? Alter, krass. Okay, beste. Ja, ich hab's auf jeden Fall ernst gemeint. Mit dem Umbau. Wir ziehen das durch. Ab jetzt wird's wahrscheinlich regelmäßige Streams geben, wo wir dann gemeinsam die Insel designen. Da könnt ihr auch gerne euren Input reingeben. Mir ein bisschen helfen mit euren Ideen und so. Der Schreibtisch ist auch geil. Ein richtiger Flex. Der passt vielleicht sogar noch besser als der, den wir da jetzt momentan oben stehen haben. Aber das kommt jetzt ein bisschen unerwartet. Dann noch ein Mixer für die Küche. Alter, krass! So viele coole neue Gegenstände und alle bezahlbar. Fühle ich. Okay, danke euch beiden. Also, hier eine Wohnsiedlung zusammen mit Schneiderei und Laden. Gut, nicht hier oben, sondern da unten. Das Museum ist jetzt auch nach oben gewandert. Das befindet sich hier drüben. Das werden wir alles auch noch schön einrichten mit Wasserfällen links und rechts. Also das soll richtig flexig aussehen. Ich schließe sogar nicht aus, dass ich mein eigenes Haus nochmal umstellen werde, weil ich eigentlich auch Bock habe, von so Wasserfällen umgeben zu sein. Also es kann gut sein, dass ich ein bisschen weiter raufziehen werde. Also das hier unten, das wird alles so bleiben, wie es ist. Aber ich werde dann vielleicht mein Haus nach oben versetzen, auf dieses Plateau. Und das so hochbauen, wie es geht, damit wir dann rechts und links und auch dahinter ja, Wasserfälle und so einen kleinen See drumherum machen können. Damit es halt so einen richtigen Villa-Flair hat, weißt du? Ja, und jetzt eben die größte Neuerung! Darf ich vorstellen, unser neuer Festplatz. Es gibt jetzt einen Wassergraben. Ich habe die Wege neu gezeichnet. Und beschlossen, dass ich diese Alleen fortsetze, aber es hat jetzt nicht mehr geklappt mit versetzten Bäumen. Ich musste die jetzt leider ja auf gleiche Höhe setzen.
weil es ansonsten mit den Büschen nicht mehr funktioniert hätte. Ich zeige euch das am besten da drüben, da ist es nämlich schon quasi als Vorbild ein bisschen fertiger. Hier, die Büsche, die folgen alle einem klaren Schema. Man sieht es ja, es ist immer so schräg versetzt, ne? Und es ist dann auch geplant, so wie hier, hinter den Bäumen und in dem Feld zwischen den Bäumen Blumen zu setzen. Und auch die haben wieder ein bestimmtes Schema. Können wir gleich mal vervollständigen, weil ich habe hier neue Rosen besorgt, die ich auf dem Grundstück von Mareile geparkt habe. Ja, denn auch hier unten soll jetzt eine Wohnsiedlung entstehen und die ist größtenteils auch schon da. Hier wohnt wie gesagt Mareile, da ist Roland, hier drüben ist Unsympath Carsten, dem sein Grundstück und den Weg müssen wir noch machen, das machen wir dann im Stream. Und ganz rechts, nah bei mir, natürlich Claudia mit einem Villenzaun. Wie kann es auch anders sein? Die Blumen hier unten übrigens, sind nur zwischengelagert. Also, es sollen zwar Blumen an dieser Stelle sein. Oh, lol, ich hab... Huch! Ich hatte noch ein paar Rüben übrig, das habe ich wohl vergessen. Oh. Huch. Das ist jetzt doof. Weil mir ist ein bisschen auch das Geld langsam knapp geworden. Man muss ja bedenken, dass es übelst viel Geld kostet, die ganzen Gebäude und so zu versetzen. Jedes Mal 50k. Ja, noch habe ich ein, zwei Millionchen, aber Rübengeschäft wird auch nicht unwichtig. Na jedenfalls, die Blumen sollen zwar hier stehen, aber natürlich soll es da auch ein Schema geben, wie hier. Und nicht einfach wild zusammengesetzt, so wie es jetzt ist. Ich bin halt immer noch in der Sammelphase. Deswegen sieht das so unordentlich aus. Ja, und hier kommt dann auch noch ein Busch hin, aber das muss dann, wie gesagt, ein ganz bestimmter sein. Das werden wir alles dann im Stream angehen. An den Eckpunkten habe ich mir gedacht, setzen wir Spots hin. Das sieht dann bei Nacht halt auch übelst krass aus. Erst wollte ich überall diese Laternen hin tun, aber dann dachte ich mir, ah, das ist auch zu viel und die kosten auch jedes Mal 1000 Meilen. Mach mal lieber... Wer bist du denn? Wo ist mein Kescher? Als ob... Mann! Ich habe ihn nicht dabei, Belastung. Naja, den werden wir schon wieder finden. Das soll alles wieder einem bestimmten Schema folgen und, ja, ich dachte mir, zu viele Lampen sind dann auch nicht schön. Variieren wir ein bisschen mit Spots. Und ja, das soll genauso auf der linken Seite entstehen, wie auch auf der rechten. Also, dass das quasi dann ein gespiegeltes Ebenbild ist. Ne? Hier genau dasselbe Schemata der Büsche. Da haben wir viel Arbeit vor uns. Und an den freien Plätzen, die wir haben, wie hier zum Beispiel. Also hier könnte ich mir zum Beispiel einen Markt vorstellen. Oder einen Bonsai-Garten. Hier haben wir jetzt ja auch genügend Platz. Wir müssen dann noch einen Weg zu dem Leuchtturm hinbauen, den wir hier hinsetzen werden. Also es gibt so unglaublich viel zu tun, ihr seht das. Wir arbeiten wieder von Anfang an. Ja, ich habe wirklich alles über den Haufen geworfen, alles abgerissen, alles versetzt. Und wir arbeiten uns von Anfang an nach oben durch. Es wäre zwar schön gewesen, wenn ich Laden, Schneiderei und die Häuser jetzt schon festlegen könnte. Und das hatte ich erst auch probiert. Es hat mich übelst viel Geld und Zeit gekostet, weil ich musste realisieren, das geht einfach nicht. Am besten ist es, man plant von seinem eigenen Haus oder vom Festplatz aus und arbeitet sich dann einfach immer weiter vor. Sonst entsteht ein Chaos und meistens geht es dann auch nicht auf, weil irgendwie ein Schema nicht passt oder weil eine Mauer versetzt ist. Hier zum Beispiel hat mich das auch übelst gestört, wenn man da jetzt die Felsmauer durchziehen würde, dann wäre die leicht versetzt zu diesen roten Steinen da oben, wenn ihr versteht, was ich meine. Da ist ja auch so eine Linie, das wäre dann aber leicht versetzt und ich fand, mit Büschen fällt es dann nicht so krass auf. Also leider kann man das nicht gerade machen. Egal, ich spreche wahrscheinlich sowieso gerade in Rätseln für euch. So, und nun zu Ollis Koffer, um das Thema jetzt noch abzuschließen. Wir haben sowohl den Koffer als auch die Sterne-Coupons von Dodo Airlines zugeschickt bekommen. Und checken das jetzt mal ab. Da ist der Koffer. Und da sind die Sterne-Coupons. Wobei mir die eigentlich ziemlich egal sind. Der Koffer jedoch nicht. Was kann der? Wie sieht er aus? Bringt der mir irgendwas? Oder ist das nur ein Deko-Gegenstand? Vor allem, warum kann ich den dann nicht weiterschieben? Oh, Mann.
Also, sieht schon ganz cool aus, so, mit den ganzen Stickern. Vielleicht gibt's da auch ein Easter Egg zu sehen, keine Ahnung. Aber öffnen kann ich ihn nicht. Joa. Was soll ich damit? Vielleicht klärt sich das noch in Zukunft. Ich zeige euch jetzt bei der Gelegenheit noch die Stadt bei Nacht. Jetzt könnt ihr vielleicht auch nachvollziehen, warum ich die Lampen und die Spots so nice finde. Und ja, ich freue mich, zusammen mit euch Seychellen komplett neu zu gestalten. Seid dabei und bis bald.